Es ist Hallenfußballsaison. Beim FV Erkner werden endlich wieder Turniere gespielt. In der Stadthalle waren an diesem Wochenende unter anderem die B-Junioren am Ball. Nach der zweijährigen Zwangspause sind wir natürlich froh, dass der Budenzauber hier da startet bei uns in Erkner, bei den beliebten Hallenturnieren. 8 Mannschaften aus der Region kamen am Sonntagnachmittag zum Kick nach Erkner. Auch anderswo setzt der Fußballverein auf Bewährtes. Das Fußballferiencamp von Borussia Dortmund war im letzten Sommer das Highlight für die Erkneraner Nachwuchskicker. Auch 2023 kommt der BVB wieder für eine Woche nach Erkner. Das ist ein Feriencamp, genau, von der Wonig Fußballakademie. Und die hat also letztes Jahr so einen großen Erfolg gehabt, dass sie jetzt im Januar, obwohl wir sie noch gar nicht beworben haben, schon komplett ausgebucht ist mit über 80 Kindern, die daran teilnehmen werden. Die erste Mannschaft von Erkner steht in der Landesliga Süd nach der Hinrunde auf Platz 5. Eine solide Position, auf der man sich aber nach der Winterpause nicht ausruhen will. Es gilt natürlich, die Landesliga zu halten und wir werden die Mannschaft auch nicht daran hindern, eventuell aufzusteigen. Auch am nächsten Wochenende wird in der Stadthalle von Erkner wieder Fußball gespielt. Dann sind neben den Nachwuchsmannschaften auch die alten Herren dran.